Voll motiviert und mit zwei Neuzugängen an Bord hob der FC Augsburg am Samstag ins Trainingslager nach Estepona ab. In der spanischen Küstenregion bereitet sich der FCA nun eine Woche lang intensiv auf die kommende Rückrunde vor. Für Alban Ayeti, gekommen vom FC Basel, die erste Reise mit seiner neuen Mannschaft. Und obwohl der 18-jährige Schweizer seine Teamkollegen erst ein paar Stunden kannte, war er schon voll des Lobes. Ja, waren alle cool. Also die Spieler sind wirklich top. Also ich habe am Anfang natürlich das erste Gespräch mit Marvin gesucht. Das Einfachste auf Schweizerdeutsch. Dann ein bisschen mit den Jungen, dann habe ich die Eltern kennengelernt. Aber Boba kenne ich noch aus Basel-Zeiten. Also gab keine Probleme, mich einzuleben. 5 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Die aktuelle Bilanz des jungen Stürmers in der laufenden Saison der Schweizer Super League kann sich durchaus sehen lassen. Trotzdem wollte sich Ayeti die Chance, in der Bundesliga zu spielen, auf keinen Fall entgehen lassen. Jeder kennt die Bundesliga und vor allem in der Schweiz, jedem Spieler ist es mal sein Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Und ich hatte jetzt die Chance, ich habe mir das zu Herzen genommen, habe das mit meinem Vater, Familie besprochen. Die Gespräche mit dem Vorstand, mit dem Personen aus dem Vorstand, haben mich sehr überzeugt. Und ich glaube auch, das Umfeld, die Mannschaft allgemein ist das Richtige für mich. Auch den zweiten Transfer tüteten die FCA-Verantwortlichen kurz vor Abflug noch rechtzeitig ein. Vom Europa-League-Gegner AZ Alkmaar kommt Jeffrey Howelow nach Schwaben und verstärkt die Defensive. Gut, die Aussprache des Namens müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben, aber dafür hat der 24-Jährige vollstes Verständnis. No, it's not so common. Das ist natürlich kein gewöhnlicher Name, auch nicht in Holland. Ich weiß, dass die meisten Leute außerhalb von Holland Probleme haben, den Namen richtig auszusprechen. Aber das müsst ihr einfach lernen. Mit Howelow, wörtlich übersetzt der goldene Löwe, bekommt der FC Augsburg also einen geborenen Kämpfer ins Team. Der Innenverteidiger freut sich schon auf die neue Herausforderung in der Bundesliga und will beim FCA so richtig angreifen. Ja, it was always my dream to play in the Bundesliga. Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Ich habe viele Spiele in der holländischen Liga gemacht, deshalb ist das jetzt ein großer Schritt für mich. Aber ich will mich schnellstmöglich integrieren und mich weiterentwickeln. Einfach jeden Tag das Beste aus mir herausholen. Da kommt das Trainingslager in Estepona nahezu perfekt. 9 Tage müssen die FCA-Profis nun schwitzen, um den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen.